Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Palia und zwar mal ohne meinen kleinen Wolfi, weil ich in diesem Spiel leider sitzen muss. Heißt, ich habe keinen Controller zur Hand und deswegen ist das blöd mit der Webcam. Und Wolfi ist halt, hat heute mal Urlaub. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Auf jeden Fall, Palia ist gerade in der Open Beta, beziehungsweise in der Closed Beta. Ja, in der Closed Beta. Wenn ihr da auch rein wollt, dann könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Da ist ein Link drin. Könnt ihr euch registrieren und die schicken gerade nämlich immer mal wieder einen Code raus, dass ihr es auch spielen könnt. So, aber was ist denn Palia? Palia ist eine Art Animal Crossing mit, keine Ahnung, WoW. Nein, es ist ein Social MMO RPG. Wo man ein Haus bauen kann, etc. Das hier, also ich bin hier gerade in meinem Private Space, möchte ich das mal nennen. Das ist diese ganze Map hier. Da habe ich meinen kleinen Pond. Ah, hier ist Stardew Valley. Mit Stardew Valley kann man das vielleicht vergleichen. Das ist Stardew Valley mit Animal Crossing vereint. Hier entsteht gerade mein neues Haus. Dafür brauche ich allerdings Splintholzbretter und Steinziegel, und zwar ganz schön viele. Heißt, das werden wir heute machen. Ich habe nur ein bisschen das Tutorial gemacht, damit ich euch hier ein bisschen was erzählen kann. Ja, wir haben eine Werkbank, wie man es kennt aus anderen Spielen. Und ein provisorisches Zelt, haben sie es genannt. Und das ist einfach richtig riesig. Also wer ein provisorisches Zelt 5 Meter in die Höhe bauen kann, der hat meinen Respekt verdient, muss ich sagen. Aber ja, noch habe ich nicht so viel. Ich habe nur einen Schmetterling. Und den gucke ich dann immer die ganze Nacht an, weil ich habe nicht mal ein Bett, auf dem ich schlafen könnte. Ist auf jeden Fall ein sehr chilliges Spiel. Ja, was macht man in diesem Spiel? Man kann chatten mit anderen Leuten. Man kann Sachen abbauen. Hier, es gibt zum Beispiel eine Angel, einen Bogen, mit dem man cool Sachen abballern kann. Man kann ganz normal mit einer Spitzhacke hier ein bisschen abfarmening. Ist ein sehr, sehr chilliges Spiel. Deswegen machen wir heute einfach ganz chillig. Ich bin nicht so aufgedreht wie sonst. Alles easy. Achso, genau, das war auch noch eine Sache. Mining auf Level 2 sind wir jetzt. Das brauchte ich nämlich, wie ihr rechts in den Quests sehen könnt, damit ich mir einen Smelter gar nicht mehr holen. Eine Schmelze. Aber erstmal gucken wir in den Briefkasten. Oh, hier ist ganz viel Neues. Ashura. Sei gegrüßt, Dizzy. Du wirst immer besser mit deiner Axt. Komm zu mir und ich gebe dir irgendwas. Okay, cool. Was sagt Seki? Seki ist übrigens mein... Also den möchte ich heiraten. Ja, man kann in diesem Spiel auch heiraten. Ich habe ja gesagt, wie Stardew Valley, kannst quasi alle heiraten. Sehe ich vielleicht nicht, aber ich hoffe vielleicht doch. Mal gucken. Sei gegrüßt, Dizzy. Ich bin müde vom ganzen Hunting. Komm zu meinem Laden. Hier sind tolle Sachen. Okay, ja. Den mag ich auf jeden Fall am liebsten, weil das auch so eine Art Furry-Typ ist. Freundschaftsstufe 1. Das müssen wir auf jeden Fall noch erhöhen, damit er mich vielleicht irgendwann mal heiratet. Mal schauen, mal schauen. Und Yina, das ist, glaube ich, die Tutorial-Frau. So, I just met you, and this is crazy, but you're the only person I could think of to message. Das hat sich gar nicht gereimt. Mangina. Phönixschrein ist die. Okay, gehen wir natürlich überall mal hin. Ansonsten gibt es hier noch eine Kiste, bei der man Sachen verkaufen kann, um Geld zu kriegen. Mit dem Geld kann man sich neue Sachen kaufen. Ich habe mir noch nie Sachen gekauft. Und, was auch richtig cool ist, da wo ist eigentlich mein Feld? Es gibt einen, ach hier. Es gibt ein Feld, halt auch Stardew Valley-mäßig, um das man sich natürlich kümmern muss. Dazu hat man eine Gießkanne. Also das ist wirklich richtig das Chillo-Spiel. Es ist aber mehr Arbeit als bei Stardew Valley. Und zwar seht ihr schon, ich muss hier wirklich auf dem Zeug richtig draufbleiben und habe auch so eine 360-Grad-Ansicht, wie ich Sachen machen kann. Und richtig anstrengend war das hier am Anfang, das mit meiner Hau, mit meiner Hacke, alles fertig zu machen. Weil da musstest du wirklich jedes einzelne Feld penibelgenau farbigen bereit machen, sag ich mal. Und man muss sich auch Wasser wiederholen. Hier, wenn meine Gießkanne jetzt leer wäre, dann müsste ich hier in meinen Pond gehen und mir neues Wasser holen. Ja, ja, alles richtig cool. Na gut, verlassen wir mal meinen Safe Space, wo mich keiner hasst, und gehen in die böse, offene Welt, wo ganz viele Leute sind, die mich sicherlich alle hauen wollen. Das kann sehr gut sein. Ja, jetzt sind wir quasi in der offenen Welt. Hier können jetzt auch andere Spieler sein, deswegen ist es ja auch ein Social MMORPG. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Quests zu machen. Ich sehe hier keine Leute. Ansonsten laufen hier mal richtig viele Leute rum. Die letzten Tage waren hier mal richtig viele. Wir können ja mal auf die Map gucken. Da seht ihr schon, die Map ist nicht so ganz klein. Hier in der City tümmeln sich natürlich ganzen Leute. Sieht man auch, wo die alle sind. Die bewegen sich auch alle immer wieder hin und her. Guck mal, ich kenne ganz viele Leute noch gar nicht. Hier, den Hassian kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Müssen wir nochmal überall hin. Ja, wenn er hier gerade zu mir hinläuft, können wir den ja abfangen. Was haben wir sonst noch? Man sieht das Inventar. Man kann sich aufleveln, je nachdem, was man Dollar macht, levelt man halt auf und kann dann krassere Sachen abbauen oder krassere Sachen angeln etc. Ansonsten gibt es natürlich Quests ganz normal. Und dann kriegt man dafür immer Ansehen und mit dem Ansehen kann man auch Sachen machen. Ich weiß nicht, wir lernen das einfach zusammen kennen. Es gibt so eine Art Gemeinschaft-Clan.
Da bin ich gerade mit der Sini und dem Jay zusammen drin. Könnt ihr dann auch reinkommen, wenn ihr Bock habt. Beziehungen. Genau, die sind wöchentlich, glaube ich. Und wenn da die Freundschaftsstufe richtig hoch ist, dann kriegt man von denen auch Sachen geschenkt. So ein klassisches, ich helfe dir, du magst mich, gibst mir Sachen, Erfolge gibt's auch noch. Ja, richtig cool soweit. Und da ist, glaube ich, eben schon ein Typ an mir vorbeigelaufen, ne? Da unten. Achso, man kann übrigens auch klettern. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Zelda Breath of the Wild. Da Baby. Burble gefällt mir gut. Da ist auch noch einer. Die Ashley Lazy Way. Hallo. Hallo. Tschüssi. Ja, ist ganz witzig. Kannst natürlich auch mit dem schreiben. Machen wir jetzt aber mal nicht, sondern gehen... Achso, ich wollte eigentlich zu dem anderen Typen, ne? Aber jetzt ist der hier gerade so nah dran. Dann gehen wir lieber zu dem. Zu Aschiwascher. Er sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Da ist Siki. Hallo, Siki. I'm not getting any younger here. Das ist cool, oder? So ein kleiner Furry. Mein Laden ist heute geschlossen. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Komm morgen im Gemischtwarenwagen vorbei, dann reden wir. See you around. Bye, bye. Ja, den mag ich auf jeden Fall richtig gern. Ja, es ist noch die Closed Beta, deswegen sind hier eventuell ein paar Bugs, dass die einfach über den Boden schweben. Aber ist auch trotzdem ganz cool. Jetzt ist er übrigens doch in seinem Laden. Könnte man vielleicht doch gleich bei ihm was einkaufen. Würde mich schon interessieren. Guck mal, er wartet ja auch schon, der J-Swagger. J-Swagger. Ganz langsam. Aber herrlich. So, jetzt ist er noch in seinem Laden. Können wir jetzt bei dir was einkaufen? Schließ einfach deine Augen und denk an eine Zahl zwischen 1 und 3. 5! Zahl des Wassers. Das bedeutet, dass du ertrinken wirst. Was? Entweder im Ozean oder in einem Meer aus deinen eigenen Fehlern. Seki! Du kannst sowas doch nicht zu mir sagen, was? Wieso ist er so fies zu mir? Ich soll ertrinken? Ah, guck mal, jetzt können wir hier aber doch was einkaufen. Pralinschachtel. Ach, das sind so Sachen, die man für... die einzelnen Bewohner braucht. Die haben nämlich immer mal Wünsche. Oh, Dünger ist natürlich interessant. Oder aber wir kaufen einfach mal ein paar Karottensamen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil... Oder allgemein mal von allen irgendwelche Samen. Ich habe nicht meine ganzen Felder bewirtschaftet, wie ihr das vielleicht gesehen habt. Alles einmal gekauft, ne? Okay, sehr cool. Denn, oh, guck mal hier, ist jetzt richtig viel schon los. Das ist ja mega gut. Ich wollte jetzt aber trotzdem gerne erstmal noch eine Quest abschließen. Ja, good to see you too. Du hast wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich dachte, ich helfe dir ein bisschen. Hier, nimm diese Anleitung. Damit kannst du ein Sägewerk machen und damit Bretter. Nice, muss ich nur noch herstellen können. Sägewerk, das Ding hier. 1000 Gold? Yo. Aber damit könnte ich diese Bretter herstellen, die ich brauche, I guess. Aber dafür brauche ich Kernholzbretter. Nee, ich möchte das kleine, ne? Das hier. Einfache Sägemühle. Ja, das kann ich machen. Mit 40 Splintholz und 12 Feuerstein. Und 100 Gold. Wie, warte, muss ich das erst kaufen? Ich muss mir die Forger-Dinger kaufen, damit ich sie lerne und dann selber noch herstellen. Oh Gott. Gewöhnliche Axt wäre natürlich auch cool. Ja, komm. Wir sind heute in Spendierlaune. Let's go. Das freut ihn bestimmt, dass wir hier mein ganzes Geld liegen gelassen haben. Dafür habe ich bestimmt 10 Minuten Muscheln gesammelt. Jetzt bin ich arm. Och, Mann. Ja gut, ich würde mal sagen, ich gebe noch mal kurz die ganzen Quests hier ab und dann gehen wir noch mal nach Hause und bauen das geile Sägewerk. Dann geht's richtig ab. Oh, wohnt ihr auf dem Baumhaus? Wie cool ist sie denn? Yes, I am. Bevor wir anfangen, musst du den Insektenfinderschwur ablegen. Sprich mir einfach nach. Ich verspreche, die Natur und ihre Wesen zu ehren, anderen stets zu helfen und, was am wichtigsten ist, Auni Bescheid zu geben, wenn ich etwas richtig Cooles sehe. Okay, versprochen, Auni. Ausgezeichnet. Willkommen bei den Insektenfindern. Wie wäre es, wenn du für den Anfang versuchst, etwas Einfaches zu fangen? Okay, der will irgendwas von mir gefangen haben. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Es gibt nämlich sowohl den Bogen natürlich, das ist für die größeren Tiere, damit man die abballern kann, aber es gibt auch solche Rauchbomben und damit fängt man nämlich Insekten. Die killt da hinten alles Mögliche, ich will aber was fangen. Da war doch eben was. Hier, ein Frosch oder so. Pow! Und dann wirfst du die einfach auf die Leute rauf und dann habe ich schon eine Grille gefangen. Nice, langt ihm das schon? So eine geile Grille oder wollte er jetzt tatsächlich eine Wanze haben? Ja, aber Auni. Ach, Auni schläft. Jetzt kann ich dem seine Sachen nicht geben, oder was? Ich habe extra für ihn gejagt. Eine schöne Grille und dann schläft er mir einfach weg. Dabei habe ich vor 5 Sekunden noch mit ihm geredet. Stinkt. Stinkkäfer. Stinkkäfer nehme ich immer mit. Es gibt auch noch so Special... Nehme ich den auch noch mit? Ja, komm. Wir nehmen alle mit. Es gibt auch noch so Special-Käfer, die glitzern und für die muss man... krasser drauf sein, beziehungsweise... Huch!
Muss man häufiger auf die raufwerfen. Ja, der geht hier einfach weg. Dafür kann man die dann aber bei sich zu Hause auch aufstellen. Deswegen hatte ich ja auch diesen einen Schmetterling zum Beispiel. Yes, yes, yes. So, okay, ich wollte jetzt aber nochmal den Smelder mir holen. Von Hodari. Wo ist denn Hodari? Ja, zu ihm hier muss ich gehen, aber der ist hier gar nicht. Wo ist denn Hodari? Der ist tatsächlich auf der zweiten Map. Ich fasse es ja nicht. Hodari hat den Job und die Schmelze, die ich mir wünsch. Hodari, Hodari, Hodari! Hä? Hi. Oh, ich habe kein Geld für den Basic-Schmelzofen. Damn, hätte ich mir mal nicht die ganzen Saaten gekauft. Wo krieg... Achso, ich kann ja Sachen verkaufen. Wie wär's denn, wenn ich dir eine geile Blattgrille... Kann hier nicht verkauft werden. You shall not sell here. Tja, anscheinend kann ich hier nichts verkaufen. Dann gehe ich erstmal wieder nach Hause, verkaufe Sachen und komme dann anscheinend nochmal wieder. Keine Sorge, später muss man nicht die ganze Zeit laufen, sondern hat irgendwie so einen Teleporter. Der kostet zwar Geld, aber ist wenigstens schnell unterwegs. Naja, aber wir können ja wenigstens diese Sägemühle herstellen. Bap, bap, bap. Hier kann man nicht A drücken, damit das doppelt so schnell ist. Meine Tasche ist voll. Drei. Ja, Sägemühle. Einfach. Keine Ahnung. Die andere Seite, I guess. Ja, schön neben die Pflanzen. Ich habe gehört, die lieben Lärm. So, und da können wir jetzt Holz reintun. Zack. Eine Minute pro Holzding. Das ist aber lang, ne? Eine Minute und ich brauche wie viele? 100? Dann dauert das jetzt 1,5 Stunden, bis die fertig sind. Cool, aber nur 35 Steinziegel. Und ich habe vor allem nicht genug Holz. Dann muss ich ja noch viel mehr Holz sammeln jetzt. Ach stimmt, warte, da gab es ja auch noch eine Funktion, nicht wahr? O drücken. Dann kann man anfragen. Und dann kann man sagen, ich hätte gerne... Wo ist das Holz? Da. Ach, ich kann auch gleich die Bretter mir holen. Ja, easy, dann hole ich mir gleich die Bretter. Zack. Wie viel brauche ich? 100 Stück. Ach. Okay, machen wir mal 60 davon. Kann ich mir auch schon die coolen Ziegel holen? Nee, ne? Weil ich nicht weiß, wie man die herstellt. Das ist ja belastend. Na gut, dann erstmal ein bisschen Holz und dann muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen selber Holz hier abhacken, damit wir das zumindest da reintun können, damit das die ganze Zeit weiterarbeitet. Dann hole ich mir Geld. Beziehungsweise das können wir auch jetzt schon machen. Wenn wir hier alles Mögliche reintun. Das kannst du haben. Ja, kannst du alles haben. Schenke ich dir. Stein brauchen wir, glaube ich. Feuerstein. Weiß ich nicht. Kommt mal weg. So, dann kriege ich 150 Gold. Damit kann ich mir auf jeden Fall den Schmelzofen da holen. Und wir könnten auch noch hier ein paar Sachen reinballern. Die holen die Hand nehmen und das hier erstmal... Ach, guck, ich muss das nämlich noch mal machen. Das ist ja blöd, man muss das immer wieder machen. Okay, ja. Und das ist nämlich das, was ich vorhin meinte. Man muss hier wirklich richtig doll arbeiten, damit man überhaupt irgendwas machen kann. Das ist richtig harte Arbeit. Und ich merke gerade, wenn mein Haus hier steht und mit den ganzen Bäumen hier, kriegen die ja gar nicht mal so viel Sonne, wie das vielleicht gut wäre. Das ist auf jeden Fall mehr Arbeit als in anderen Spielen, wo du einfach nur einmal auf den Boden klickst und dann ist das Feld gleich fertig. It's not much, but it's hard as work. Yeah, yeah. So, jetzt kann ich die Sachen da reinballern. Das ist aber teuer, wenn man mit jeder Saat nur eine da reinballern kann. Ich habe auch noch nie was geerntet, also keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt, aber sollte sich schon lohnen, oder? Weizen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die einfach alle nebeneinander sind. Wahrscheinlich nicht. Aber passt schon. Gewässert werden will das natürlich auch alles. Okay, dann. Das wird erst in 21 Minuten abgeholt. Ich glaube, da nehme ich das doch nochmal alles mit. Und verkaufe das einfach direkt, nicht wahr? Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Sicki, sicki, sicki. Ich habe nämlich auch noch eine Glücksmünze, die ich hier reintun kann. Könnten wir uns auch mal angucken. Hier, Glückskiste. Let's go! Achso. Habe ich jetzt schon bekommen, oder was? Das Ding hier. Oh, ist das ein Questgegenstand? Kann nicht verkauft werden. Aber ich möchte... Ich kann sie nicht... Doch. 40 handelsübliche Pfeile. Cool. Damit kann man jagen. Ich hoffe, ich brauchte das jetzt nicht wirklich. Naja, hallo Seki. Ich würde dir gerne Sachen verkaufen. Weg. Weg. Alles weg. Danke. Tschüss, Seki. Hab dich lieb, Seki. Dann holen wir uns jetzt unseren Schmelzofen. Wie läuft es mit dem Grundstück für dich? Sehr groß. Ich würde lieber bei dir einziehen. Boah, was? Das ist eine Menge Arbeit.
So ist es immer. Das bedeutet nur, dass die Auszahlung süßer sein wird. Ja, ja, ja. Ich brauche gerne mal... Was ist hier? Ah, ich brauche deinen komischen... Steinofen. Merci. Was gibt's hier? Wenn du Gegenstände... aha, was willst du denn haben? Alright. I see. Warte mal. Was willst du denn überhaupt haben? Also bei denen kann man anscheinend einziehen, wenn man wollen würde. Aber man weiß nicht, was er mag. Dafür muss ich erstmal mit den anderen Leuten reden. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, was du magst? Ich weiß doch gar nichts. Ich weiß doch gar nichts über meine ganzen Mitbewohner hier. Ah, trautes Heim, Glück allein, keiner da. Richtig sad. Müssen wir erstmal den Schmelzofen herstellen, gell? Was mag der wohl kosten? Ich vermute ja Stein. Leder? Sternockfell? Gibt's das auch hier in meinem Private Space? Gibt's hier Sternochse? Leben allgemein gar keine Tiere. Ist ein sehr tierunfreundliches Habitat, wie mir scheint. Guck mal, hier geht's später sogar nochmal irgendwann weiter. Oh, hier kann man einfach eine Mine. Eine Mine habe ich auf meinem Grundstück. Mega nice. Aber gibt's hier wirklich gar keine Wesen? Oh, da muss ich wieder raus. Na gut, dann kann ich euch mal das Jagen zeigen. Da, die Dinger. Baller, kaputt. Bitte ein Fell. Nee, Chapa-Pelz. Das ist auch noch der falsche Pelz. Muss ich dann diese komischen Rehe töten oder was ist das für ein Wesen? Dann vielleicht die Viecher. Ja, die musst du auch noch zweimal treffen oder was? Oh, nee. Zack. Okay, nice. Ist die Frage, können die anderen das jetzt hier auch einsammeln? Das ist ein Sernux, ja, aber ich habe nur Sernux-Fleisch bekommen. Der ist dead. Auch dead. Alle dead. Mara, wir bringen hier alles um. Yes. Sernok. Okay. Damit haben wir unser Leder. Auch sehr cool. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut, das Jagen. Ja, du stehst mir einfach im Weg. Deswegen hitte ich dich einfach mal. Soll das so? Muss ich die gar nicht zweimal hitten? Verblutet der jetzt einfach? Ich habe den mitten in den Hals getroffen. Hallo. Schieße ich dich halt nochmal ab. Oder war das jetzt ein krasserer Typ? Ah, ich glaube, ja, der war krasser, ne? Deswegen habe ich Fleisch bekommen und Fell. Was gar keinen Sinn macht. Müssen wir nicht immer Fleisch bekommen? Vor allem mit dem Bogen zu jagen, ist doch richtig umweltfreundlich, oder? Also dann ist das Fleisch zumindest nicht kontaminiert mit irgendwelchen Patronen oder so. Ich glaube, das ist sehr gut. Für die Fleischqualität besser als mit der Patrone, I guess. Obwohl ich mich jetzt schon so ein bisschen frage, warum ich denn überhaupt Leder brauche für einen Steinofen, aber... egal. Zack, zack, zack. Danke. Steinofen. Kommt direkt daneben. Lapp. Achso, was auch richtig cool ist, du kannst alles nehmen und um 360 Grad einfach drehen. Mega nice. Also besser als bei Animal Crossing. Und auch auf den Millimeter genau hier überall hinpacken. Das ist schon sehr cool. So, was benötigst du denn? Stein, wer hätte es gedacht? 2 Minuten pro Steinziegel. Oh, okay, also die beiden arbeiten jetzt hier vor sich hin. Cool, cool, cool. Aber das wird natürlich ewig dauern, bis ich hier mal genug Stuff habe. Jetzt kann ich aber auch Steine anfragen, nicht wahr? Yo, ich krieg nur 2 Stück? Hä, ich krieg 20 Holz, die 20 Minuten dauern herzustellen, ja? Ja. Die dauern 20 Minuten. Aber ich krieg nur 2 Steine, die insgesamt nur 4 Minuten brauchen, um herzustellen. Kompletter Scam einfach. Einfach kompletter Scam. Ja bitte, was wollen Sie denn, Kenley? Wie ich sehe, bist du hier ziemlich fleißig gewesen. Das ist gut, sehr gut. Also, haben Sie etwas für mich? Was willst du denn? Du bist doch hergekommen. Ein Einweihungsgeschenk will er haben. Er kommt her. Hast du ein Geschenk für mich? Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Du müsstest mir was schenken. Machen es die Menschen nicht so? Oh, wie seltsam. Als du jemals zu einem der festlichen Abendessen meiner Frau eingeladen werden möchtest, solltest du dich überall vorstellen. My door is always open. Ach, das scheint der Bürgermeister zu sein. Ich bin der einzige Mensch hier in dieser Welt. Wie bei Center World, wo Pferd das einzige Pferd war und alles andere Zentauren. Yes, yes, yes. Okay, das wird jetzt natürlich übelst lange dauern. Und ich kann es auch nicht beschleunigen, gell? Dann dauert das ja auf jeden Fall 1,5 oder ja, so 1 Stunde ungefähr. Ist die Frage, ob das weitergeht, wenn ich hier Pause mache. Ja, gestern wird das heute doch nichts mit dem Haus. Aber ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen in dieses Spiel. Sollte ja auch nur ein Let's Test sein. Vielleicht kommen hier noch mehrere Folgen oder ich mache mal einen Stream dazu. Wird sich ja, glaube ich, anbieten.
Jo, dann hoffe ich, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch ohne den Wolfi und ein bisschen gelassener etc. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.